Und damit hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Poldi to Glory. Wenn euch die Serie gefällt, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr diesen natürlich auch gerne abonnieren. Wir starten dann heute mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und die sind tatsächlich momentan auf dem 4. Tabellenplatz und wir liegen nur einen Platz und einen Punkt dahinter. Und das bedeutet, mit einem Sieg könnten wir an den Wölfen vorbeiziehen. Und diese Chance wollen wir natürlich unbedingt nutzen, denn dann würden wir tatsächlich zum ersten Mal auf einem Champions League Platz stehen. Und das wäre natürlich schon richtig krass. Allerdings sind die Wölfe hier zu Beginn die bessere Mannschaft und gehen dann auch früh mit 1:0 in Führung. Luca Waldschmidt, der Torschütze für den VfL Wolfsburg, und in der 24. Minute machen sie dann auch noch das 2:0 und das ist dann fast schon so eine Art Vorentscheidung. Ich meine, es ist noch lange zu spielen, aber wenn du gegen so eine Spitzenmannschaft mit 2 Toren hinten liegst, dann wird das auf jeden Fall nicht mehr einfach, da zurückzukommen. Wir haben aber unsere Gelegenheiten. Sebastian Szymański trifft hier den Doppelpfosten und wenige Minuten später Randy Ntaker mit der nächsten Chance. Aber der Ball will heute einfach nicht ins Tor. Und dann sind wir auch schon in der Schlussphase. Wir kommen hier nochmal mit Jan Thielmann, aber der Ball wird geblockt. Die Wölfe verteidigen das auch richtig stark. Und dann Philipp Lienhardt mit einem richtig dämlichen Fehlpass. Und dann ist es am Ende Jonathan Bamba, der hier das 3:0 für den VfL Wolfsburg macht. Und damit ist das Ding dann aber auch mal sowas von durch. Und das bedeutet, wir verpassen leider die Chance, an Wolfsburg vorbeizuziehen. Tatsächlich rutschen wir durch die Niederlage sogar einen Platz nach unten, liegen jetzt auf dem 6. Tabellenplatz. Das ist natürlich immer noch richtig stark und vor allem liegen wir auch immer noch 3 Punkte vor dem FC Bayern München. Und nur wenige Tage später geht es für uns dann auch mit dem DFB-Pokal los. Da treffen wir in der 2. Runde auf den Zweitligisten Jahn Regensburg. Und weil das eben auch nicht der allerstärkste Gegner ist, hat Lukas Podolski ein bisschen rotiert, unter anderem Lemperle und Kovacevic in der Startformation. Und der zuletzt genannte Kovacevic hat dann auch direkt mal hier die erste Gelegenheit. Er macht den Ball aber leider nicht rein. Und das war's dann eigentlich auch schon mit guten Chancen im ersten Durchgang. Florian Kainz hier nochmal mit einem absolut harmlosen Versuch. Und das beschreibt die erste Halbzeit eigentlich auch ganz gut. In der 2. Hälfte wird es dann zumindest ein bisschen besser, das ist Lennart Krause mit der Chance, aber auch der Ball viel zu harmlos, der muss zumindest mal aufs Tor kommen. Aber die Partie ist ja noch nicht vorbei, Hector Villalba dann doch noch mit dem Führungstreffer 8 Minuten vor dem Ende. Und weil danach auch nichts mehr passiert ist, bedeutet das, dass uns der Joker in die nächste Runde schießt. Der Traum von der Titelverteidigung bleibt damit also erstmal am Leben. Und nur wenige Tage später geht es dann auch wieder weiter in der Fußball-Bundesliga. Wir sind zu Gast in der Mercedes-Benz Arena und treffen da auf den VfB Stuttgart und haben hier direkt auch mal die erste Gelegenheit mit Sebastian Szymański. Aber der scheitert leider an Florian Müller. In der Folge kommen dann auch die Gastgeber besser in die Partie. Das ist Mangala mit der Chance. Aber auch eine überragende Parade von Timo Horn. Hier sehen wir es nochmal, wirklich eine super Aktion von unserer Nummer 1. Und damit rettet er uns auch das Unentschieden in die Halbzeitpause. Und dann gehen wir auch direkt rein in die 2. Hälfte. Katterbach mit einem schönen Doppelpass mit Ntaker. Und dann findet der Jan Thielmann in der Mitte. Das 1:0 für den 1. FC Köln, richtig schön rausgespielt, ein super Spielzug und jetzt gehen wir hier also mit 1:0 in Führung. Allerdings drängen die Gastgeber hier direkt auf den Ausgleichstreffer, das ist Nketiah auf Führig und dann Mangala mit der Chance, stark gehalten von Timo Horn, aber Kolo Muani direkt dann mit dem Abstauber und macht hier also nur wenige Minuten nach unserem Führungstreffer wieder den Ausgleich. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das Ding hier nicht noch komplett aus der Hand geben. Das ist wieder Kolo Muani, da hat er ganz viel Platz, läuft frei auf Timo Horn zu. Aber der heute wirklich mit einer überragenden Leistung kann auch diesen Ball parieren. Und dann sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Das ist Thielmann mit einem super Pass auf den eingewechselten Hector Villalba und der mit der Riesenchance. Und er macht ihn auch rein. Wie schon gegen Regensburg wird Villalba hier zum Matchwinner. Und somit gewinnen wir also doch noch gegen den VfB Stuttgart. Das war natürlich mal wieder nicht unsere beste Leistung, aber mit viel Einsatz und einer überragenden Moral haben wir das Ding dann also am Ende doch noch gewonnen. Und dadurch ziehen wir auch wieder an Borussia Mönchengladbach vorbei, liegen jetzt auf dem 5. Tabellenplatz, punktgleich mit dem 4. mit RB Leipzig. Der 1. FC Köln befindet sich momentan also wirklich im absoluten Fußballhimmel.
Und dann hat sich auch noch Hector Villalba ein Sonderlob verdient. Der Typ ist momentan auf jeden Fall richtig on fire, konnte jetzt zweimal kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielen, ist damit auf jeden Fall der Mann der Stunde beim 1. FC Köln. Und das freut mich auf jeden Fall auch richtig, weil der ist ja schon seit der ersten Saison bei uns in der Mannschaft. Das war ja einer der ersten Spieler, den wir verpflichtet haben. Und jetzt kann er also endlich mal zeigen, was er so drauf hat. Und weil er momentan so gut in Form ist, darf er dann auch im nächsten Spiel von Beginn an ran. Und da spielen wir zu Hause in der UEFA Europa League gegen Servette. Das Hinspiel gegen die Schweizer konnten wir mit 4:2 gewinnen und auch diesmal gehen wir hier mit 1:0 in Führung. Und guess what, natürlich ist es Hector Villalba. Der Mann ist momentan auf jeden Fall mal richtig on fire und macht jetzt hier also den Führungstreffer. Und in der Folge ist das dann auch eine ganz klare Angelegenheit. Wir spielen uns zwar nicht wahnsinnig viele Chancen raus, dann aber 20 Minuten vor dem Ende Lennart Krause mit einem überragenden Solo. Hat hier mal für kurze Zeit seinen inneren Lionel Messi entdeckt und macht jetzt hier also das 2:0. Und das ist dann auch der Endstand. Wir gewinnen damit also unser 4. Spiel in der Gruppenphase der Europa League und liegen damit nach 4 Spieltagen auf dem 1. Tabellenplatz und sind tatsächlich auch schon weiter. Und nicht nur das, wir sind auch schon Gruppensieger, denn es sind ja nur noch 6 Punkte zu vergeben und wir haben 7 Punkte Vorsprung auf den AC Mailand. Und das bedeutet, wir können dann auch die letzten beiden Partien in der Europa League ganz entspannt angehen, vielleicht auch ein bisschen rotieren. Wobei ich natürlich schon sagen würde, dass wir das 2. Spiel vor den heimischen Fans gegen Milan dann doch auf jeden Fall gewinnen wollen. Da werden wir wahrscheinlich schon mit einer relativ guten Mannschaft antreten. Diese Partie gibt es dann allerdings erst in der nächsten Folge. Für heute war es das erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.